Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Need for Speed Payback. So, wir stehen hier gechillt an der Tankstelle, noch eben schnell aufgetankt, ein paar Energy Drinks reingeschmissen in die gute Kiste. Und dann würde ich sagen, legen wir mal los. Hier mit unserem feinen AMG GT. Was habe ich denn hier zunächst mal zu tun? Was habe ich denn vor? Stillgelegtes Fahrzeug verfügbar, wieder mal. Wer hätte es gedacht? So, lass mal schauen. Was haben wir denn hier? Treffen mit dem Broker. Treffen. Der Broker will sich mit dir treffen, obwohl das Haus deine Tarnung durchschaut hat. So wie du sie kennst, hat sie einen Auftrag, der dich im Kampf gegen das Haus weiterhelfen. Der dir, der euch, ja, im Kampf gegen das Haus weiterhelfen wird. Oder aber, was haben wir denn gerade für einen Racer? Das hier ist Offroad. Was haben wir denn da? 275, bester Wagen. Und das sind die Racer-Sachen. Oha, Natalia Nova versucht mit aller Macht zu verhindern, dass du den 1% Club besiegst. Zeig ihr, wer der Boss ist, indem du ihre Freunde trotzdem schlägst. Genau, ich glaube, damit haben wir in der letzten Folge aufgehört. Soweit ich weiß. Ja, da haben wir hier dieses Rennen gemacht an dieser Baustelle. Aber wo stehe ich denn eigentlich? Warum stehe ich denn dann da unten an der Tankstelle? Kann mir das mal jemand verraten? Ja, da können wir eigentlich hinfahren. Ist eine schöne gerade Strecke. Würde ich sagen, machen wir mal. So, hier, zack. Und los geht die wilde Luzi. Ich habe jetzt schon wieder eine längere Spielpause gemacht. Das heißt, ich muss erst wieder reinkommen. Da kann sowas passieren wie gerade eben. Dass man mit vollem Übereifer in den anderen reinsemmelt. Uiuiui. Oder auch leicht streift. Oh, mal Gas geben hier. Warum nicht mit 290 durch die Stadt fahren? Oh, wir müssen doch abbiegen. Einmal hier. Okay, das war jetzt vielleicht nicht so gut für den Spoiler vorn. Und für den Unterboden. Aber ja, was soll's. Der hält das schon aus. Unser guter Zahltag. Mann, der Name ist scheiße. Ich sollte mir da einen anderen Namen überlegen. Das geht gar nicht. Zahltag. Ja, wobei irgendwie hat es auch schon wieder was Lustiges. Zahltag. Egal. So, Speedrun. Den können wir sogar mitnehmen, wenn wir eh schon hier auf dem Weg sind. Wow, 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 wow. Das ist ganz schön eng hier. Weg da mit dir. Oh, 3 Sterne sogar. Sauber. Neuer Rekord sogar, trotz Crash am Ende. Das ist noch ein Speedrun. Der liegt auch auf dem Weg. Ah, nicht in den Dreck reinkommen. Alter Schwede, ist das schnell. Oh. Da ist das Ziel. Zack. 2 Sterne. Naja. Und hier müssen wir abbiegen. Einmal quer durch die Pampa. Der Marco hat schon mal in die Kommentare geschrieben, wenn ich so weitermache, dann gewinne ich den Pokal als größter Zerstörer. Für die größte Allgemeinzerstörung. Und ja, ich habe tatsächlich Burnout gespielt, daher kann sowas kommen, dass ich hier so ein bisschen rabia zu Werke gehe. So, am Stadtrand entlang. Natalia Nova versucht mit aller Macht zu verhindern, dass du den 1% Club besiegst. Zeig ihr, wer der Boss ist, indem du ihre Freunde trotzdem schlägst. Und das werden wir auch soeben mal tun. Ihre Freunde schlagen. Ach übrigens, jetzt wieder ohne Facecam. Was? Was? Geschwindigkeit 300? Okay, das könnten wir machen. Oh Gott, sorry. Es gab einen Last-Minute-Ortswechsel. Soll das
Witz sein? Beeil dich besser, Nobody. Sonst verpasst du das Rennen noch. Oha, schön. Ja, warum ich heute wieder keine Facecam anhab, das liegt daran, nicht, dass mir schon wieder irgendwelche Klöße in Hälsen und Nasen hängen. Nein, ich habe es einfach immer noch nicht hingekriegt. Ich habe da irgendein Problem. Ich habe früher in Zeiten, bevor ich den Anton, also meinen Aufnahmerechner hier neu überholt habe und quasi neu aufgebaut habe, habe ich es schon öfters. Gab es, ja. Das war jetzt zu heftig. Gab es Seiten, da habe ich mit Facecam aufgenommen. Siehe Videos von, boah, Unturned sind ein paar dabei, glaube ich. Und was noch? Boah, habe ich jetzt so gerade gar nicht auf dem Schirm. Muss mich hier auch nebenher ein bisschen konzentrieren. Auf jeden Fall gab es da schon einige Videos, die ich mit Facecam gemacht habe. Da hat es funktioniert. Da war Ton und Bild einigermaßen synchron. Aber jetzt klappt es irgendwie nicht mehr. Seit ich den Anton neu aufgelegt habe, ich weiß nicht, ob... keine Ahnung, ob der USB zu wenig Strom liefert oder sonst irgendwas. Denn Rechenleistung ist ja jetzt... Ah ja, was ist denn auch los? Rechenleistung ist ja jetzt deutlich mehr vorhanden als zuvor. Sowohl im RAM als auch im CPU-Bereich. Ich habe keine Ahnung. Ich habe alles Mögliche probiert, Auflösungen rumprobiert, Hintergrundprozesse versucht, soweit wie möglich zu minimieren. Dann habe ich meine Tonspur überprüft, ob Audacity nicht vielleicht zu schnell ist. Also, dass quasi die Facecam gar nicht hinterher leckt, sondern Audacity einfach zu schnell ist. Aber das ist nicht der Fall. Und ja, wie gesagt, es ist auch eine sehr günstige... Was hat die gekostet? Die ist von Hama, so eine Billig-Webcam von Hama Extra oder so. Ich weiß nicht, die hat, glaube ich, 10 Euro gekostet damals. Aber hat schon 720p Aufnahme und da dachte ich mir, naja gut. Vielleicht liegt es daran, dass sie nur mit maximal 30p aufnimmt und ich aber die Videos jetzt mit 60p render. Also mit 1280 mal 27? Ne. 1090, ihr wisst schon, mal 1080 und das in 60 FPS, so wollte ich sagen. Ach man. 60 FPS werden die Videos jetzt gerendert, da ich jetzt den die nötige Rechenleistung sowohl zum Spielen in Vollauflösung als auch, wie gesagt, um halt in 60 FPS. Oh Mann, zu rendern hab. Und wahrscheinlich habe ich damals in 30 FPS gerendert und die Webcam hatte auch 30 FPS und dann hat es gepasst. Und jetzt hat die Webcam aber halt nur noch 30 FPS. Und wenn ich dann in 60 FPS render, dann könnte es daran liegen. Ich habe es noch nicht ausprobiert, mal eins in 30 FPS zu rendern, einfach nur, weil, ja, es reicht schon, wenn der Rechner, der ist jetzt schon deutlich besser, aber natürlich noch kein Superlativ mit der Grafikkarte, mit der 1060. Da gibt es natürlich 1050 habe ich ja nur, die 1050 Ti, da gibt es ja mittlerweile deutlich schnellere. Und ich komme zwar in den Spielen ganz gut mit, aber wenn es dann tatsächlich mal zu Rucklern kommen sollte, dann soll das gefälligst nur im Spiel stattfinden und nicht auch noch in der Aufnahme. Deswegen dachte ich mir, wo muss ich hin? Scheiße. Ich dachte, da kann ich durch. Zeit abgelaufen. Verdammt nochmal. Wie dämlich! Ja, ohne Witz. Warum ist es so lang? Ja und, das ist nur... Scheiße. Ach, hier gilt schon die Nebenwette oder was? Das ist doch kacke. Am Stadtrand entlang, das ist wahrscheinlich hier schon das Rennen. Ja, ich rede jetzt erstmal kurz fertig. Also auf jeden Fall, nimmt ihr nur mit 30 FPS auf. Ich nehme aber mit 60 FPS auf. Dann überschneidet sich das wahrscheinlich einfach nur, weil ich im Premiere Pro quasi mit 60 FPS render und dann kommt da die Kameraaufnahme dazu, die aber nur 30 Bilder pro Sekunde hat. Und ich weiß nicht, ob der das dann streckt oder was der da macht. Auf jeden Fall ist es am Anfang synchron. Ich lege die Spuren sauber übereinander. Hab da so einen kleinen Trick. Ich glaube, den hat man auch in einem Video mal gehört, weil da ist mir ein Fehler beim Schneiden passiert. Sorry dafür.
Aber naja, sowas kommt vor. Und dann, ich weiß nicht, dann zieht es die nach hinten irgendwie raus. Und am Anfang, wie gesagt, ist sie synchron. Und zum Schluss läuft sie dann furchtbar hinterher. Und das, ich hasse sowas. Wenn ich mir sowas selber dann angucke in der Nachbearbeitung irgendwie oder um Thumbnails zu suchen, dann könnte ich schier kotzen, wenn ich mich sehe und ich rede und es kommt kein Ton. Oder andersrum, es kommt Ton und ich sitze da und bewege meinen Mund nicht. Das ist einfach, da kriegt man Augenkrebs. Deswegen lasse ich das jetzt erstmal mit der Webcam. Mit der Facecam und bis ich eine neue habe, irgendwie vielleicht, weiß ich nicht, muss ich mal gucken, ob ich mir irgendeine von Logitech hole oder so. Da gibt es wohl welche, die mit 60 FPS aufnehmen und dann müsste das zu meiner Aufnahme passen und ich denke mal, dass es dann besser ist. Vielleicht leihe ich mir auch mal eine vorher aus, um das zu testen. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall jetzt erstmal ohne Facecam, dann müsst ihr auch meine hässliche Fratze nicht mehr ertragen. Und sowieso habe ich gerade auch irgendwie krass Pickel im Gesicht. Keine Ahnung warum. Mit 32... Nach Pubertätserscheinungen, ich habe keine Ahnung. So, ablehnen, nix da. 300 km/h könnte man hinkriegen. Aber das ist doch ganz schön heftig hier. So, jetzt konzentriere ich mich mal ein bisschen mehr. Da wir ja auch eh schon vom Wagen her jetzt deutlich unter den anderen sind. Mit unseren 331 Punkten oder Stufen und da irgendwie hier ja näher verlangt wird beziehungsweise mehr empfohlen wird, versuche ich jetzt mal mich ein bisschen zu konzentrieren. Mir gefällt übrigens die Unterbodenbeleuchtung ganz gut, außer dass man sie durch den Auspuff irgendwie durchsieht. Sowas gilt es natürlich zu vermeiden, deswegen ganz kurz. Ja, ja, keine Nebenwerte ablehnen. Ah. Darf nicht so viel quatschen. Oh Gott, sorry. Es gab einen Last-Minute-Ortswechsel. Soll das ein Witz sein? Beeil dich besser, Nobody. Sonst verpasst du das Rennen noch. Ich wollte eigentlich keine gelbe Unterbodenbeleuchtung. Ich wollte eigentlich eine rote oder eine grüne, aber die gab es bisher noch nicht. Aber gab es nicht mal grünes Neon? Habe ich das hier ausprobiert? Weiß ich gar nicht mehr. Wahrscheinlich nicht, sonst hätte ich es bestimmt gelassen. Ich mag grünes Neon. Naja, jetzt lassen wir halt mal erstmal das Gelbe. So geht es doch schon besser. Bisschen mehr die Kurven schneiden. Und dem Gegenverkehr so weit wie möglich ausweichen. Okay, Haarnadel oder beziehungsweise der enge Kurve. Boah, die Handbremse, die verzögert halt so unfassbar. So unnormal. Normal, wenn man bei knapp 120 mal die Handbremse bis zum Anschlag durchzieht. Ja, ich sage euch, lasst es. Probiert es nicht aus. Nicht, dass ich sowas schon mal probiert hätte. Also mit 120 nicht, aber ich glaube, das Höchste, was ich mal probiert habe, einen Power Turn hinzukriegen mit einem kleinen Fronttriebler, waren ungefähr 80 km/h. Und wenn man da die Handbremse zieht und einschlägt, das geht schon ganz gut ab. Da ist an Kontrolle des Fahrzeugs nicht mehr zu denken. Und zwar überhaupt nicht. Und ich bin ein recht erfahrener Fahrer. Also jetzt hier im Spiel macht das nicht den Eindruck, aber in echt. Und ich habe es eigentlich mit so ziemlich jedem Fahrzeug ganz gut drauf. Jetzt natürlich nicht driften oder so Spezialsachen, aber einfach die Beherrschung, die Kontrolle zu behalten und nicht zu schnell in Kurven reinzufahren und so weiter. Ich habe da ein sehr gutes Gefühl für Geschwindigkeit, sage ich mal. Und deswegen auch hier, unfallfrei seit Führerschein, Klopf auf Holz, soll auch so bleiben. Ist ja jetzt auch mit 32, mit 18 habe ich einen Führerschein im Sack gehabt und jetzt mit 32 sind ja auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Ja. Bäh. Und bisher Glück, unfallfrei. Aber ja, ich hab's mal auf einem abgesperrten, naja, ja doch, war schon abgesperrt, das Gelände, probiert. So eine Art Flugplatz war das. Ein Fahrsicherheitszentrum, sagen wir so. Und da gab's so eine Übung von wegen
Handbremse ziehen und dann versuchen, um so eine Pylone, also in so eine Pylone, wie einparken, sage ich mal. Handbremse ziehen und schräg einparken. Und das haben die gemacht mit, glaube ich, 40 km/h. Und da geht einem schon ganz schön der Popo auf, naja, ich sag mal, auf Seitenkurs. Und dann dachte ich mir, ja, dann wollen wir doch mal gucken, was passiert, wenn das etwas schneller ist. Hab dann um Erlaubnis gefragt und es hieß, ja, das will er auch gern mal sehen, der Fahrlehrer. Und dann haben wir das mal ausprobiert, mit 80 km/h mal eingeschlagen und dann die Handbremse durchgezogen. Ja, geht schon gut ab. Haben wir ziemlich schön auf den Asphalt gemalt. So, jetzt sieht es ein bisschen besser aus von der Zeit her. Trotzdem mal noch ein bisschen Gas. Wir heizen ja jetzt mit Gas, nicht mit Kohle. Die Zeiten sind vorbei. Ja, ist auch gut. Ich gebe mal Kohle. Nicht schlecht. Jemand darf gern mir Kohle geben, wenn er da Lust dazu hat. Nein, Spaß. Sonst könnte ich gleich Twitch-Streamer werden und einen Donate-Button einführen. Aber das wäre mir nicht so recht. So, uah. Vor allem zu den Zeiten, wo ich aufnehme. Jetzt gerade ist zwar am Morgen. Jetzt haben wir es auch geschafft. Geschafft. Jetzt haben wir es gerade. Jetzt kann das echte Rennen kommen. Knapp 10 Uhr. 9.53 Uhr am Morgen. Ja. Das geht auch manchmal. Aber selten. Meistens nutze ich den freien Morgen, wenn der Sohn in der im Kindi ist, für Bearbeitungssachen oder hier am Haus irgendwas. Nehmen wir mal die. Aber manchmal nehme ich auch auf, wenn ich gerade Bock drauf habe. Und jetzt habe ich gerade Bock drauf. So, einbauen, die sieht sehr gut aus. Oh ja, die sieht verdammt gut aus. Die hebt uns auf Stufe 33 nur. 333, das ist aber ganz schön mager. Hm. Fahrt zum Zielpunkt, haben wir ja auch noch. Hui, und dann geben wir mal Gas. Ja. Die einzige, die hier Staub fressen wird, bist du. Oh, nobody, du bist so ein Klischee. Nein, du bist ein Klischee von einem Vibe. Wo ist es denn hier? Ah, ja, okay. Zack. Oh, da sind wir schon drin. Ramme keine anderen Fahrzeuge. Nein. Ja, lieber nicht. Ich bin da nicht so der Spezialist für. Und? Irgendwelche schlauen Kommentare, Natalia? Nichts, was ich nicht schon online gesagt hätte. Du und deine Crew bringen Zuschauer. Danke. Ja, ja, ja. Jetzt zählt's. Und ich bringe euch noch was ganz anderes, meine Freunde. Hey, wartet mal auf mich. Anastasia, Lindsay, wen haben wir noch? Jesse, Donatella. Hä, ist das nicht ein Turtle? Ein Teenage Mutant Ninja Turtle, Tippy 3000. Mach dich weg. Oh ja, und ich krieg wieder den Gegenverkehr. Ihr Schweine. Donatella? Nein, Donatello hieß der. Dieser Turtle. Raffaello, oh nein! Zum Glück bin ich angeschnallt. Aber hallo. Raffaello, Donatello, wie hießen die denn? Ich habe keine Ahnung. Warum rede ich jetzt hier über Turtles? Ich muss mich konzentrieren, die hauen mir alle ab hier. Ihr Schweine, wartet! Sorry, ich klingel mal nochmal. Ich hupe, Achtung! Das ist so gut! Ah! Warum habe ich das so gemacht? Ey, weg da! Nein! Das war nicht der Plan. Nein, das war nicht der Plan. Weniger hupen und lachen, mehr Gas geben. Aber trotzdem nochmal. Weg da! So Glocken wie wenn der Weihnachtsmann kommt. Oh, der Weihnachtsmann ist da! Kommt alle raus! Ah! Weg da! Lindsay! Ah. Zu langsam! Ah, herrlich. Nochmal. Ah, ich find's geil. Junge. Ei. Oh, 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 oh.
Wow. Manchmal muss man eben ein bisschen Farbe lassen. Ja. Farbe bekennen und Vollgas! Evangeline. Oh, hey, hallo, Evangeline. Schön, dich zu sehen. Oi, wo fahr ich hinein? Warum? Warum nur? Das gibt einen Kratzer. Okay, neu starten. Sorry, das war jetzt gerade richtig kacke. Oh, oh. Ja, was? Hör doch mal auf, jetzt klingelt er hier so laut. Das war gerade der Timer, den habe ich vergessen, den Ton auszustellen. Hab nämlich auch ein neues Handy, beziehungsweise nein, hab immer noch mein altes Handy, musste es aber platt machen, weil es gesponnen hat, brutalst gesponnen hat, war dann aber nicht das Problem, also hätte ich mir das platt machen eh sparen können, es war der SIM-Karten-Slot, der hat gesponnen, aber ich habe es trotzdem platt gemacht, Werkseinstellungen und dann muss man ja alles neu einstellen und deswegen muss ich jetzt noch beim Timer die das Klingeln abschalten. Ja, ich habe zwar Ton auf lautlos, aber... Ja, leg mich am Arsch! Was ist denn hier los? Hör doch mal auf! Tiffy spielt Ball mit den Autos. Was ist mit dem los? Was macht er da drin? Okay, lassen wir das. Ja. Und ja, habe ich vergessen, wie gesagt, beim Timer separat noch, da kann man noch so ein Geräusch einstellen, dass das halt ja, macht, wenn man wenn der Timer dann rasselt. Wir sehen uns. Und da hilft nicht nur auf lautlos zu stellen, das macht er trotzdem, auch wenn lautlos ist. Also muss ich das auch noch separat ausstellen. Werde ich dann auch gleich nach dieser Folge hier tun. Wenn ich hier gewonnen habe. Hau ab, Donatello. Nutella. Don Nutella. Oh, Don Nutella. Das ist dann quasi die, der Chef der Nutella-Mafia, der Schokobrotaufstrich. Schoko-Nuss-Brotaufstrich-Mafia, der Don Nutella. Ja. So und so ähnlich. Oh Mann, jetzt muss ich mal Gas geben und gucken, dass ich da nicht gleich wieder in die falsche Spur reinfahre. Weg da. Gefälligst Platz. Ah, der Kommentar war gut. Mach gefällig Platz. So, ich bin Dritter. Muss immer gucken, wo ich stehe. Muss immer gucken, wie ich heiße, Tyler. Ist nicht so einfach. Ich suche immer nach Los Osos und dann steht da Tyler. Hm. Wer ist Tyler? Schlimmer ist, wenn da Mac steht. Mac and Cheese. So. Boah, der hat ja einen geilen Sound. Habt ihr das gehört? Ihr seid einfach zu lang. Aber wir sind zufrieden mit unserem GT. Der macht das, was er soll. Schnell sein. Oha. Oh. Frame-Einbruch im Tunnel. Nein, nicht schon wieder. Oh, leck mich doch am Arsch. Ich könnte kotzen. Komme ich da wieder irgendwie hin? Pass mal auf. Nein, scheiße, Checkpoint auf der anderen Seite. Ah, das gibt's doch nicht. Gibt's denn eine Zurücksetztaste? Nein, gibt's nicht. Okay. Da die Folge sonst wieder unendlich lang wird. Oh Mann, ich könnte kotzen. Machen wir hier mal eine kleine Folgenpause. Ich stelle kurz den Timer ein. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Und dann werde ich versuchen, nicht in die falsche Richtung zu fahren. Die Hupe ist schuld. Definitiv die Hupe. Wegen der muss ich so lachen. Und deswegen habe ich es nicht geschafft. Die Hupe ist schuld, definitiv. So, meine Freunde, bis dahin, macht's mir gut. Wir sehen uns morgen wieder. Ciao. Seid wieder dabei, wenn es wieder heißt, Time to Play, hier bei Need for Speed, Payback. Bis dahin, ciao. Bin etwas überdreht. Tschüss.